Es wird zum Brexit kommen. Die Mehrheit der Briten hat sich im EU-Referendum dafür entschieden. Jetzt wollen wir auf die Reaktionen des Goldes und des Silbers blicken. An meiner Seite Markus Bussler, schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch schon wieder da zu sein. Wir haben es gerade schon mit Thomas Bergmann besprochen. Es geht deutlich bergab an den Aktienmärkten. Der DAX in der ersten Reaktion schon 10% eingebüßt. Jetzt wollen wir gucken, wie es um den Goldpreis steht. Wir sehen den Intraday-Chart schon eingeblendet. Es geht also auch hier in der ersten Reaktion deutlich bergauf. Gold profitiert, natürlich Gold profitiert. Das ist die Flucht in den sicheren Hafen. Plötzlich ist riesige Unsicherheit auf dem Markt. Es ist ein Black Friday. Es wird ein Black Friday werden, aller Voraussicht nach. Wir haben, glaube ich, die erste Indikation so mit 9% Minus gehabt jetzt beim DAX. Ich weiß gar nicht, ob man mittlerweile schon Werte handeln kann. Gerade wie ich runtergegangen bin, waren die meisten Werte noch so in der Vola gewesen. Also man wusste noch nicht, was passiert. Gold hingegen in der ersten Reaktion richtig nach oben. Ich glaube, wir waren schon bei 13,60 gewesen heute mal ganz früh im frühen asiatischen Handel. Da habe ich noch geschlafen, habe noch geglaubt, es gibt keinen Brexit. Jetzt ein bisschen zurückgekommen. Ich glaube, die Volatilität wird uns auf jeden Fall erhalten bleiben, auch im Goldbereich erstmal die nächsten Tage. Wir werden erstmal schauen, wo wir heute schließen. Wir werden es vielleicht später noch bei den anderen Charts sehen. Es wird wichtig sein, dass wir über 13,20 so rausgehen. Da wäre so, oder über 13,15, da wäre dann so dieses Kaufsignal bestätigt, ein Ausbruch nach oben. Müssen wir erstmal schauen, ob wir das erreichen. 14,25 öffnet die Comex, der Parketthandel. Also da müssen wir alles mal gucken, was da passiert. Aber natürlich, richtig ist für Goldanleger, erste Reaktion extrem positiv gewesen, weil eben Gold nach oben gegangen ist. Und dann dürfen wir eins nicht vergessen, für diejenigen, die Goldminenaktien haben, die Musik spielt ja auch an den Devisenmärkten. Also Euro schwach gegenüber Dollar, Yen profitiert ganz, ganz stark. Aber wenn Sie jetzt Minenaktien haben, dann profitieren Sie doppelt, einmal vom gestiegenen Goldpreis und dann natürlich auch noch vom Wechselkursverhältnis, das Ihnen jetzt auch noch in die Karten spielt. Also insgesamt sehr, sehr gute Geschichte. Sie können uns auch gerne Fragen schicken, wenn Sie mögen. Wie gesagt, auf Facebook sind wir ebenfalls live. Falls Sie uns auf der Aktionär TV schauen, gehen Sie einfach mal auch auf Facebook. Da können Sie Fragen und Kommentare hinterlassen, eben an Markus Bussler. Wir schauen jetzt mal, wie du es schon angedeutet hast, auf weitere Charts. Hier sehen wir noch den Wochenchart vom Gold. Also da hat sich recht wenig oder ja nicht so viel bewegt. Und jetzt natürlich die krasse Reaktion am heutigen Handelstag als Flucht in den sicheren Hafen, wie du es schon richtig gesagt hast. Jetzt ist natürlich die Frage, die erste Reaktion an Aktienmärkten war eine Panik. Das kann sich natürlich jetzt auch schnell wieder. Der Brexit war zwar zuletzt nicht mehr erwartet worden, aber bis vor einer Woche hat irgendwie jeder noch gedacht, es könnte zum Brexit kommen. Da lagen eben die Befürworter ja in den Umfragen vorne. Dieser Woche hat es sich abgeschwächt gehabt, bis jetzt eben heute Nacht das wieder umgeschwenkt ist. Deswegen wird man, das ist keine neue Geschichte, man wusste, es könnte zum Brexit kommen und die Wahrscheinlichkeit war natürlich da. Es war bis zuletzt knapp. Wird sich das schnell wieder, diese Panik, in vielleicht, okay, Beruhigung verwandeln? Das ist die ganz große Frage, denke ich. Es gibt nicht wenige, die natürlich sagen, und da sprechen durchaus einige Argumente dafür, dass man sagt, okay, Brexit bedeutet jetzt erstmal, die Briten gehen raus und damit ist das Kapitel abgeschlossen, das verdauen wir relativ schnell. Dann kommt dieser Spruch, politische Börsen haben kurze Beine und dann gehen wir wieder zur Tagesordnung über. Das ist natürlich eine Meinung, die, glaube ich, sehr, sehr viele jetzt vertreten werden, das wir sehr, sehr oft hören. Aber die Frage ist doch, ist der Brexit so ein One-Hit-Wonder, also so ein einmaliges Ereignis, oder ist es wirklich der Schritt hin zu einer komplett neuen Welt, und zwar einem komplett neuen Europa vielleicht? Ist es vielleicht tatsächlich so, dass jetzt das nächste Land hergeht und sagt, wir würden auch gerne austreten? Und vielleicht ist das nächste Land nicht nur jemand, der eine eigene Währung hat, sondern vielleicht ist das nächste Land ein Land, das den Euro als Währung hat. Und dann ist die Frage, ist es vielleicht das Ende des Euro oder der Anfang des Endes des Euro? Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen an den Devisenmärkten, was man spielt. Und ich glaube, wenn das passiert, also wenn wir dahin gehen, dass wir jetzt sehen, wir haben ja so gewisse Strömungen in Italien, Bürgermeisteramt in Turin und in Rom ging an eurokritische Parteien. Wir haben jetzt die Abstimmung in Spanien, die Wahlen in Spanien, die uns bevorstehen, wo vielleicht ein Linksruck geben könnte. All das könnte so ein bisschen Europa in Gefahr bringen. Und ich glaube, dann sind wir weit davon entfernt, dass wir wieder zur Tagesordnung übergehen. Aber wie gesagt, ist eigentlich nicht mein Thema. Thema ist hier Gold. Ich glaube, dass der Goldpreis heute über 13,20 schließen sollte, dann hätten wir ein sehr, sehr starkes Kaufsignal. Und dann glaube ich, wäre es auch aus charttechnischer Sicht sehr, sehr gut, dass wir weiterlaufen würden. Ich glaube, dann könnten wir relativ schnell Richtung 13,50 haben wir, glaube ich, noch was oder vielleicht sogar 1400 in diesem Jahr noch gehen. Damit wäre diese Sommerlethargie, die wir ein bisschen zuvor verspürt haben, dann dahin. Übrigens, es verzerrt ein bisschen. Ja? Wir waren hier bei 12,60, wir sind hier aber losgelaufen irgendwo bei fast 1300. Oder die Woche war schon relativ schlecht gewesen für den Goldpreis, weil eben diese Brexit-Angst gewichen ist. Ich habe immer gesagt, so dieses alles, was so den sicheren Hafen Goldkapital angelaufen hat, hat den sicheren Hafen jetzt in der Zeit wieder verlassen, weil der Brexit relativ unwahrscheinlich geworden ist. Und jetzt natürlich nach oben.
Gibt schon die ersten Fragen hier auf Facebook. Ich gebe die einfach gleich mal weiter. Max K. fragt, toppen wir heute den besten Tag für Minenaktien der letzten 7 Jahre von vor einigen Wochen? Heute erstmal Minenaktien verkaufen oder drin bleiben? Nochmal, ich habe es ja gerade gesagt, also ich glaube, dass sie in Europa sowieso momentan doppelt profitieren. Ich glaube, in Euro werden wir wahrscheinlich den besten Tag toppen können. Ja, nochmal, schauen wir uns doch mal an, wo wir heute Nachmittag stehen. Also jetzt, es ist so eine erste Bewegung, die ist ja aus der Panik heraus geboren, wie du schon richtig gesagt hast. Das ist ja irgendwie noch nichts, wo ich sagen kann, ja, da bin ich mir sicher, dass das hält oder sowas. Aber wir haben ein Comeback von Gold und wenn dieses Comeback sich bestätigt, also wenn wir jetzt über 13,20 schließen oder 13,15 oder 13,17, warum soll ich denn dann, wenn das Kaufsignal da ist, rausgehen aus Minenaktien? Ich glaube, ich für mich persönlich glaube, wir befinden uns am Beginn eines riesigen Bullenmarktes für Gold und Goldminenaktien. Ich glaube, dieser Bullenmarkt wird uns noch sehr, sehr lange begleiten, noch Jahre begleiten wahrscheinlich. Natürlich wird es kein parabolischer Anstieg sein. Also ich habe ja gesehen, was los war. Wir waren da irgendwo bei 1300, dann kamen wir auf 1260 zurück und schon, ja genau. Wir kamen dann irgendwie so mal kurz zurück und dann war ja schon die Weltuntergangsstimmung wieder eingeläutet und alles nur eine Bärenmarktrallye. Natürlich wird es solche Rücksätze geben, natürlich werden wir immer wieder kleine Rücksätze haben, aber ich glaube, der Trend geht nach oben. Hier, wir haben höhere Hochs im Verlauf und höhere Tiefs auch. Also für mich stehen wir am Beginn eines riesigen Bullenmarktes und ich sehe nicht den Grund, wieso ich irgendwas verkaufen sollte im Moment. Aber wie gesagt, es bleibt jedem selbst überlassen. Und natürlich kann es sein, dass wir heute wieder einbrechen. Dann ändert sich das Chartbild wieder. Aber im Moment ist es für mich so, dass ich sage, also wenn ich ein Kaufsignal habe bei Gold, dann macht es eigentlich keinen Sinn, dass ich jetzt die Minenaktien verkaufe. Wir werden Sie natürlich auch auf dem Laufenden halten, wie sich die Aktienmärkte und eben auch Gold, Silber etc. weiterentwickeln im Laufe des Tages. Auf Twitter, auf unserem Twitter-Account vom Aktionär, können Sie sich auch informieren. Wir schauen jetzt nochmal hier auf den Jahreschart beim Gold, bevor wir auch gleich noch auf Silber zu sprechen kommen. Da sehen wir eben auch noch die Entwicklung auf Sicht der letzten 12 Monate. Ja, tief, tief, hoch, hoch, hoch. Also höhere Hochs. Höhere Tiefs spricht für mich für den Beginn eines Bullenmarktes. Und noch dazu die Marktbreite nicht zu vergessen. Also Minenaktien laufen, ETFs haben wahnsinnige Zuflüsse verzeichnet in diesem Jahr, also Gold-ETFs. Große Adressen, das sogenannte Smart Money schichtet um. Stanley Druckenmiller ist da nur ein Beispiel. George Soros hat sich angeblich seit Jahren erstmal wieder ins Trading selbst eingemischt und hat Gold- und Goldminenaktien gekauft. Also für mich ist es ein komplett neues Bild, was sich diese Zeit ergibt. Und das ist für mich eine Aufbruchsstimmung auf den Goldmarkt. 3-Jahres-Chart haben wir auch noch. Können wir auch noch mal kurz einen Blick drauf werfen, damit wir sehen, wo wir herkamen in den letzten Jahren eben, wie sich da der Goldpreis entwickelt hat. Ja, und hier dieses Hoch, das sieht man ein bisschen, das war höher gewesen, also das sieht man wahrscheinlich im Intraday-Verlauf. Und da müssen wir eben drüber gehen und dann hätte man ein Kaufsignal, wie gesagt, hier noch ein paar Widerstände. Aber wir wären dann schon relativ schnell hier bei der 1400, denke ich mal. Also heute deutliche Reaktion beim Gold. Jetzt ahnen wir schon, wie es beim Silber ausschaut. Da schauen wir aber jetzt auch noch mal drauf. Hier der Intraday-Chart. Und auch da sehen wir natürlich, das war der Schlusskurs gestern und hier die heutige Eröffnung. Aber nicht ganz so stark wie beim Gold prozentual gesehen. Warum? Klar, das Kapital läuft erstmal den sicheren Hafen an und das klassische sichere Hafen ist nun mal Gold. Silber, ich sage es mal wieder, hat ja eine höhere industrielle Verwendung. Das heißt natürlich, wenn Aktien einbrechen, man sich Sorgen macht um die Konjunktur und vielleicht sagt, na ja, was wird es denn jetzt werden oder sowas, dann leidet Silber tendenziell stärker als Gold, wo Gold eben das klassische Anlagemedium ist, der klassische Geldersatz und das ist eben Silber immer noch nicht. Ich glaube, dass die Goldhosse, wenn sie an Fahrt gewinnt, Silber wahrscheinlich Gold outperformen wird. Das war in der Vergangenheit immer so gewesen und ich denke, es wird auch so bleiben. Aber ich glaube, erstmal an solchen Tagen wie heute, und das sieht man einfach, ist Gold immer noch Gold. Gold ist der sichere Hafen, Gold ist der Geldersatz, Gold ist die Absicherung, sollte es wirklich zu Verwerfungen an den Devisenmärkten kommen. Hier sehen wir den Intraday-Chart. Wir schauen aber nochmal auf die Woche, wie sich der Silberpreis hier entwickelt hat. Also auch da haben wir einiges an Schwankungen gesehen. Ja. Am 20. ging es mal deutlicher bergauf und dann wieder bergab. Aber natürlich jetzt heute 2,19%. Da sehen wir es ja, das aktuelle Plus, aber mehr als doppelt so deutlich oder groß war das Plus eben beim Goldpreis. Ja, wir können mal auf Facebook gucken. Sie können uns jederzeit dort eben auch Fragen stellen oder Markus Fragen stellen. Wird der Brexit den Ölpreis langfristig beeinflussen? Ist jetzt nicht ganz dein Thema, aber vielleicht ein Wort dazu. Ja, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also auch hier natürlich erstmal, Öl ist wesentlich konjunktursensibler als Gold, noch konjunktursensibler auch als Silber. Ich glaube, der Ölpreis wird natürlich jetzt erstmal kurzfristig unter Druck geraten. Da spielen auch ein bisschen Währungsgeschichten mit rein. Aber ich glaube,
langfristig wird der Brexit alleine den Ölpreis nicht großartig beeinflussen. Das kann ich mir am besten nicht vorstellen. Wie sieht es denn mit den anderen Rohstoffen aus? Kupfer etc., wie reagieren die denn heute oder könnten sie reagieren? Es sind halt nur klassische Industriemetalle und Industriemetalle leiden natürlich erstmal unter so einer Entscheidung. Wir haben natürlich auch Türken, nicht mal vergessen, der Dollar-Index, obwohl zum Yen hat, der Yen hat zum Dollar zugelegt, aber der Dollar-Index deutlich im Plus. Das heißt also, es kommt auch von der Währungsseite Druck auf die Metalle bzw. auf die Rohstoffe. Von daher denke ich, dass die Rohstoffe erstmal heute der Großteil eben unter Druck stehen wird, außer die klassischen sicheren Häfen wie jetzt Gold und auch teilweise ein bisschen Silber. Bei Silber schauen wir auch noch ein bisschen länger zurück, damit wir das auch noch sehen. Sechs-Monats-Chart. Ich denke, der ist auch ganz wichtig, weil wir sehen, Gold, neues Hoch, Silber, noch kein neues Hoch gemacht. Also Silber schaut charttechnisch natürlich, es riecht ein bisschen nach Ausbruch, aber das ist eben genau das, was ich gesagt habe. Silber springt in so einer Situation nicht ganz so stark an, wie der Goldpreis anspringt. Und da sieht man eben, wir haben noch kein neues Hoch gemacht und wahrscheinlich haben wir sogar noch länger dabei, ja, den Silberpreis. Ja, das Chart schauen. Hier sieht man es auch nochmal. Immer die Gefahr. Nicht mehr viel. Ja, es ist natürlich, es könnte auch ein Doppeltop werden. Andererseits wäre das auch eine schöne Ausbruchsformation, wenn wir es nach oben ausbrechen. Haben wir 3 Jahre? 3 Jahre haben wir auch noch. Ich glaube, der ist ganz wichtig, weil da sieht man erstmal, dass wir da schon noch gewaltig Luft hätten. Also es sind schon noch einige Widerstände, die es zu nehmen gibt. Auf den Weg. Aber wie gesagt, wenn wir hier mal drüber gehen, so über den Bereich von 18,50, 19 oder sowas, dann könnten wir relativ schnell bei 22 Dollar tatsächlich stehen. Und das wäre natürlich für die vielen, vielen Silberbullen da außen, die es natürlich auch gibt, schon sehr, sehr erfreulich. Gibt es vielleicht den einen oder anderen, der zu spät hier reingeschaut hat, vielleicht nochmal zusammengefasst. Wenn man jetzt heute irgendwie davon profitieren möchte, wenn man in Gold oder auch Silber einsteigen möchte, Goldminenaktien etc., wie sollte man agieren? Ich weiß, du hast es schon erwähnt, aber vielleicht war der ein oder andere noch nicht mit dabei. Also nochmal, ich würde erstmal in erster Linie würde ich erstmal schauen, was passiert heute. Das, was wir jetzt sehen, das ist eine Panikreaktion, das sind Kurse, die können in einer Stunde schon anders ausschauen. Also wir haben ja gesehen, 13,60 irgendwie erstmal im Hoch, dann ging es wieder nach unten und nach oben. Warten wir mal ab, was die Amerikaner daraus machen, denn es ist letzten Endes so, ja, es gibt den London Bullion Markt, aber entscheidender erstmal für die Preisfindung bei Gold ist halt nun mal die COMEX und die eröffneten 14,20, 14,25 Parketthandel. Wie gesagt, es werden natürlich jetzt schon rund um die Uhr, also mit Ausnahme von einer Stunde, können sie rund um die Uhr den COMEX Future handeln, aber natürlich erfahrungsgemäß sieht man, dass kurz vor 14,30 nochmal Bewegung in den Markt kommt. Wenn wir über 13,20 schließen, dann glaube ich, haben wir ein sehr, sehr starkes Kaufsignal und dann glaube ich, muss man sich auch neu orientieren, da muss man reingehen. Also ich würde im Moment nicht unbedingt verkaufen, aber ich würde natürlich irgendwie so den Markt jetzt im Auge behalten. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir die ganzen Gewinne wieder abgeben, aber es gibt natürlich immer dieses Motto, politische Börsen, noch einmal, haben kurze Beine. Und es könnte natürlich sein, dass wenn wir jetzt relativ schnell wieder zu Business as usual an den Standardaktien übergehen oder so einen, was wir jetzt sehen, ist ja auch so ein ja, es waren sehr, sehr viele Hedgefonds longs positioniert gewesen. Und die verkaufen jetzt ihre Positionen, weil sie jetzt sagen, boah, war komplett auf dem falschen Fuß erwischt gewesen. Wenn das alles sich so ein bisschen legt, dieser Rauch sich so ein bisschen legt und wir dann doch relativ schnell wieder entsprechende Normalisierung an den Märkten haben, dann kann es natürlich auch sein, dass wir bei Gold nochmal Druck bekommen, aber man sieht schon, wohin der Weg von Gold führt und der führt nach oben meines Erachtens. Was wir hier auch nochmal im Intraday-Chart sehen, also 1321, immer noch ein Plus von fast 5%, 4,79 aktuell. Gut, dann schauen wir, wie es weitergeht. Du hast das gesagt oder ich habe es auch gesagt, auf Twitter werden wir Sie weiter informieren und natürlich auch auf Facebook. Danke erstmal für deine Einschätzungen. Gerne. Danke Ihnen fürs Zuschauen und gerne bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie dran.